Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wie nennt man einen schlafenden Kuchen? Pancake. Ich arbeite nicht gerne zu Hause. Jochen, 34, Feuerwehrmann. Musste gerade niesen. Im Auto. Mit Hustenbonbon im Mund. Fahr dann jetzt mal zu Carglass. Jedes achte Kind wurde in einem IKEA-Bett gezeugt. Bei jedem fünften fehlt eine Schraube. Bald beginnt wieder die schöne Zeit, in der ich wahllos Essen und Alkohol in mich reinstopfen werde. Die Weihnachtszeit. Nö, Feierabend. Immer diese Kritiker im Fitnessstudio. Du hebst die Gewichte falsch, die Übung geht anders, auf den Laufbahn darf man keine Chips essen. Und die Bahn wieder so? Mimimi, der Schnee kam so unerwartet. Wir haben noch die Sommergleise drauf. Die beste Art zu überprüfen, ob deine Freundin wirklich schläft, ist die Frage, schläfst du schon, du fette Sau? Mein Leben, 2018. Erreichte Ziele. Dieser Ordner ist leer. Ist das Leben nicht mehr schön? Hilft ein heißes Bad mit Föhn. Meine Freundin hat mich gebeten, alle Frauen zu nennen, mit denen ich geschlafen habe. Ich hätte wahrscheinlich aufhören sollen, als ich bei ihr ankam. Wenn meine Freundin fest schläft, setze ich ihr eine Stirnlampe auf und frage sie dann morgens, wo warst du denn heute Nacht schon wieder? Videospiele vermitteln Kindern eine unrealistische Vorstellung davon, wie viele Nutten man mit einem Golfmobil überfahren kann. Ich hätte bitte gerne etwas Warmes zu essen. Mikrowelle, hier heißer Teller und jetzt verpiss dich. Dieses weiße Teufelszeug. Mutti über Drogen, schwarze Rassisten, Deutsche Bahn im Winter. Als der erste Mensch eine Brille getragen hat, alle anderen so, mach Platz für Herrn, ich brauche zwei Monokel. Aldi und Lidl bieten jetzt auch Computerspiele an. Discounter-Strike. Ich habe den Lippenpflegestift meiner Frau mit Brit getauscht. Sie ist so nachtragend, sie redet immer noch nicht mit mir. 8 Milliarden Menschen gleich 16 Milliarden Arschbacken. Die Zahl an Arschlöchern bleibt aber gleich. Als Kind, du hast Hausarrest. Als Erwachsener, ihr Paket kommt zwischen 8 und 18 Uhr. Deine Freundin ist keine Alkoholikerin, nur weil sie mit einer Flasche ins Bett geht. Was soll das heißen? Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Master Jam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.